herzlich willkommen im Labor der Firma Görgen Schneider. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie wir einen Temperaturwechselbeständigkeitstest durchführen. Hierzu werden wir diese zwei Proben in diesen Glühofen geben, bei ca. 950 Grad, und werden sie dort 20 Minuten verweilen lassen und danach in 20 Grad kaltes Wasser hineingeben. Nachdem jetzt die letzten 20 Minuten im Ofen waren, können wir sie jetzt rausholen und in 20 Grad warmes Wasser eintauchen. Jetzt lassen wir die Teile ein wenig abkühlen im Wasser. Dann können wir sie rausholen und erstmal ablegen. Man sieht, es haben sich keine Risse gebildet. Somit ist diese Prüfung erfolgreich.